Hi, schönen guten Abend wünsche ich. Ich habe mich heute mal auf den Weg gemacht nach Rohrbach Betriebsbahnhof. Rohrbach Betriebsbahnhof ist, wie der Name schon sagt, ein Betriebsbahnhof nahe der Ortschaft Rohrbach. Die liegt dort drüben. Rohrbach ist ein kleines Dorf, kennt eigentlich kaum jemand. Mancher wird behaupten, vielleicht ein Muckenschiss auf der Landkarte. Aber bei den Eisenbahnern ist Rohrbach relativ bekannt, denn hier in Rohrbach teilt sich die Schnellfahrstrecke Würzburg-Fulda und die Nantenbacher Spange, Nantenbacher Kurve, also die Verbindung von der Schnellfahrstrecke Würzburg-Fulda runter zum Abzweig Nantenbach auf der Altbaustrecke Würzburg-Aschaffenburg-Frankfurt. Und hier hinter mir in diesem Betriebsbahnhof Rohrbach, der ist viergleisig, dort liegen zwei Weichen, die abzweigend mit 200 km/h zu befahren sind. Gab es bei mir im Kanal auch schon öfters mal zu sehen. Was jetzt aber hier in diesem Film neu ist, ist das, dass wir jetzt den 24. Juni schreiben. Es aktuell 5 vor 9 ist. Ich habe jetzt die letzten paar Tage mal das Wetter beobachtet, vor allem die Dämmerung. Es müssten jetzt noch knapp 1,5 Stunden Tageslicht sein. Diese Abenddämmerung möchte ich hier in Rohrbach mit euch verbringen. Dazu lade ich euch herzlich ein. Und dann werde ich heute Nacht hier in meinem Auto schlafen oder zumindest ein bisschen schlafen, um dann morgen früh gegen 3:30 mir den Wecker zu stellen und mit dem ersten Tageslicht die Güterzüge, die hier nachts die Schnellfahrstrecke unsicher machen, aufzunehmen. Denn auf dieser Schnellfahrstrecke, da sind Güterzüge unterwegs. Und zwar Güterzüge, die bis zu 160 km/h schnell fahren. Ob wir so einen schnell fahrenden Güterzug heute Nacht vor die Linse bekommen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass wir was vor die Linse bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wie ihr es natürlich von mir kennt, wird bei mir nicht nur unkommentierte Aufnahmen von Zügen gehen, die von links nach rechts fahren, sondern ich werde das Ganze natürlich auch ein bisschen mit meinen Kommentaren garnieren. Wünsche euch viel Spaß, euer Alex E. Hier auf dieser Schnellfahrstrecke ist LZB-Linienleiterkabel verlegt. Dieses LZB-Linienleiterkabel bzw. die zugehörige Zugsicherung LZB brauchen wir immer dann, wenn die Züge schneller als 160 km/h fahren sollen. Denn es wurde mal festgelegt, dass 160 km/h die größte Geschwindigkeit ist, die Züge signalgeführt fahren dürfen. Liegt daran, dass die Züge signalgeführt zwischen Vorsignal und Hauptsignal innerhalb dieses Abstandes, das ist der Bremsweg der Strecke, zum Halten kommen müssen. Das ist in der Regel 1000 Meter. Und abhängig vom Bremsvermögen vom Zug wird natürlich auch die Höchstgeschwindigkeit des Zuges festgelegt. Um diese 160 km/h fahren zu können, brauche ich schon mal extrem wirksame Bremsen, also mindestens mal Scheibenbremsen an den Rädern oder Klotzbremsen in Bremsstellung R. Und dann brauche ich noch eine haftwertunabhängige Bremse zusätzlich, also entweder eine Wirbelstrombremse oder eine Magnetschienenbremse. Das einzige Fahrzeug, das aktuell in Deutschland rumfährt mit der Wirbelstrombremse, das sind die ICE3 der Baureihen 403, 406 und ja, so halb zum ICE3 dazugezählt, der Baureihe 407, der Velaro. Die haben Wirbelstrombremsen, das sind berührungsunabhängige Bremsen, die ähnlich dem Induktionskochfeld ganz viele Magnetfelder in die Schiene rein induzieren und sich da an der Schiene festkrallen und abstoßen. Und dann gibt es noch die klassische Magnetschienenbremse, die ist dran an den Intercities, an den schnellfahrenden Regionalexpresszügen, an den ICE1, 2T und, was habe ich vergessen, an dem Schweizer Eurocity Express, der hier nach Deutschland reinkommt, und an dem KISS, ganz, ganz viele Züge, die das haben. Da wird bei Geschwindigkeit größer 50 km/h und einer Schnellbremsanforderung, also der Hauptluftleitungsdruck bei 0 bar, zusätzlich zur normalen Scheibenbremse noch die Magnetschienenbremse aktiviert. Das ist ein Elektromagnet, der geht runter auf die Schiene, saugt sich darauf fest und wird durch das Beharrung vom Fahrzeug, durch das Beharrungsvermögen vom Fahrzeug über die Schiene drüber gerubbelt, geschuppert, wie auch immer, ist ordentlich verschleißt. Da fliegen richtig die Fetzen vom Gliedermagnet und trägt dazu bei, dass das Fahrzeug innerhalb dieser 1000 Meter Regelbremsweg der Strecke zum Stehen kommen kann. Was jetzt die ganze Zeit hier vor mir im Bild ist, das ist ein LZB-Bereichskennungswechsel.
diese LZB-Bereichskennungswechsel, da sind spezielle LZB-Linienleiterschleifen im Gleis verlegt. Das ist dieses Kabel, was ich euch hier mal zeigen kann. Das liegt dort unten auf diesem Gleis, das vom Abzweig Nantenbach hier reinkommt, in der Mitte zwischen den Schienenköpfen. Es besteht genauer gesagt aus zwei Kabeln. Ein Kabel, das in der Mitte liegt, und eins liegt immer rechts oder links an der Schiene. Und die tun sich alle, ich meine, es waren alle 50 Meter, überkreuzen. Also dieses LZB-Linienleiterkabel tut sich alle 50 oder 100 Meter überkreuzen. Also das heißt, das Kabel, das außen liegt, wechselt in die Mitte und rumgedreht. So kann die LZB-Zentrale an der Strecke orten, wo der Zug ist, stellt entsprechend die Signale, gibt dem Zug die Geschwindigkeitsinformationen abhängig vom Bremsvermögen des Zuges, spielt die Informationen zu den Signalen an der Strecke dem Lokführer in den Führerstand rein und damit kann er schneller als 160 km/h fahren. Und um in diese LZB aufgenommen zu werden, brauche ich eine spezielle Linienleiterschleife. Das geht nicht an jeder x-beliebigen Linienleiterschleife. Dazu brauche ich eine Anfangsschleife und die ist an so einem LZB-Bereichskennungswechsel verlegt. Da kann ich also immer in die LZB-Führung aufgenommen werden. Und der Zug gilt dann, wenn er in der LZB-Führung ist, betrieblich gesehen als Anzeige geführt. Also das heißt, für den Lokführer gelten die Führerraumanzeigen und die Signale draußen an der Strecke sind manchmal dunkel. Zum Teil leuchten sie auch noch, das ist aber abhängig von dem, wie die Strecke ausgerüstet ist. Das war der Intercity 2027 von Hamburg-Altona nach Passau. Der hatte jetzt über anderthalb Stunden Verspätung gehabt, da in Dortmund auf seinem Weg die Gleise gesperrt waren wegen einem Notarzteinsatz am Gleis. Und der fährt jetzt noch seinen Lauf zu Ende, um dann morgen früh seine Folgeleistung wieder planmäßig beginnen zu können. Das war jetzt ein ICE 2 Doppelzug, genauer gesagt der ICE 683 aus Hamburg, der in Hannover vereinigt wird mit dem ICE 633 aus Bremen. Die beiden Triebzüge kuppeln in Hannover am Bahnsteig miteinander und fahren dann zusammen nach München runter. Das Ganze in Hannover läuft so ab. Einer der beiden Zugteile fährt in das Gleis ein bis ganz ans Ende des Gleises, bis ans Hauptsignal. Hinter diesem Zug ist am Bahnsteig ein hochstehendes Lichtsperrsignal. Das wird auf HP0 gestellt. Der zweite Zugteil kriegt eine langsame Einfahrt ins besetzte Gleis mit 20 km/h Höchstgeschwindigkeit, hält dann an diesem HP0 dieses Gleissperrsignals an. Dann wird vom Fahrdienstleiter dieses Gleissperrsignal in der Regel auf Kennlicht geschaltet, also auf ein weißes Licht betrieblich abgeschaltet. Vielleicht gibt es auch einen Bahnhof, wo es auf SH1 geschaltet wird, das weiß ich nicht, ist auch unerheblich. Dann tut der Lokführer von dem
am Schluss eingefahrenen Zug noch die Kuppelbereitschaft herstellen. Der Vordere hat es in der Zwischenzeit schon gemacht. Und dann fahren die beiden Züge aufeinander drauf. Die Scharfenberg-Kupplungen kuppeln untereinander mechanisch. Die elektrischen Kupplungen an der Seite der Scharfenberg-Kupplung, die kuppeln auch. Über diese elektrischen Kupplungen werden Steuerbefehle, Sprache und Türschließbefehle, Bremsbefehle, diese Kommandos durchgegeben. In der Scharfenberg-Kupplung selber kuppelt die Hauptluftbehälterleitung, also die 10 Bar-Leitung, und die Hauptluftleitung, die die Bremsen steuert. Und dann werden beide Triebzüge vom Lokführer an der Spitze aus gesteuert. Der hintere kriegt also vom vorderen die Signale und tut, wie auch beim ICE 1, der vordere und der hintere Triebkopf zusammenarbeiten, um den Zug zu befördern. Und beim ICE 2, beim ICE 3, beim ICET, bei der Baureihe 407, wird in der Scharfenberg-Kupplung nur Steuerstrom gekuppelt, also nur 110 Volt als maximale Betriebsspannung. Die 1000 Volt Zugsammelschiene, die beim ICE 1 und 2 durch den Zug durchläuft, die wird nicht gekuppelt. Beim ICE 3 und ICET gibt es eine 670 Volt Gleichstromzugsammelschiene, wo die einzelnen Wagen die Verbraucher die Energie raus entnehmen. Die wird auch nicht durch die Scharfenberg-Kupplung durchgekuppelt. Deswegen sind dort vorne auch nur an der Seite bzw. bei anderen Nahverkehrstriebzügen auf der Scharfenberg-Kupplung obendrauf die E-Kontakte mit, ich nenne es mal einer billigen Abdeckklappe, geschützt, weil dort eben maximal Steuerstrom durchläuft, entweder 24 Volt Spannung oder eben 110 Volt Spannung. Und wie gesagt, beim ICE 2, es arbeiten beide Triebköpfe, beide Züge, und unabhängig davon, wo der Lokführer sitzt auf der Spitze, ob der auf dem Steuerwagen hockt oder auf dem Triebkopf, er gibt von dem Führerstand aus, den er besetzt hat, die Steuerbefehle nach hinten durch. Der ICE 2 ist damals entstanden Mitte der 1990er Jahre, um die Linie 10, also Berlin, Hannover, Hamm, dort wird diese Linie geflügelt, ein Zugteil fährt über Hagen, Wuppertal nach Köln, der andere Zugteil fährt über Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf, manchmal nach Köln, manchmal nach Bonn, manche wenden in Düsseldorf, abhängig davon, was es für ein Zuglauf ist. Und in Hamm ist der Bahnhof der Vereinigung, hat man deswegen gemacht, um die Züge flügeln zu können, um da dem Kundenaufkommen nachzukommen. Und auf der Linie, jetzt habe ich die Nummer gerade nicht im Kopf, irgendeiner Weise bestimmt, er schreibt es in die Kommentare rein, auf der Linie Hamburg bzw. Bremen, Hannover, Kassel, Fulda, Würzburg, Nürnberg, München, da flügeln die ICE 2 auch. Da ist der Ort der Vereinigung bzw. der Trennung Hannover Hauptbahnhof, und dann fährt ein Zugteil eben wie vorhin schon erwähnt nach Bremen und der andere nach Hamburg. Und von Hannover aus nach München auf dem nachfragestärkeren Stück, da fahren sie vereinigt. Dieser einzelne ICE 2 Triebzug, das war jetzt der ICE 580, der fährt von München nach Kassel, endet dort. In Kassel besteht dann Anschlüsse an andere Linien Richtung Norden, Richtung Hamburg und nach Berlin. Und der Zug schläft dann dort und geht morgen auf seine Folgeleistung.
dieser ICE 3, der ICE 522 von München nach Dortmund. Der ist hier im Rohrbacher Betriebsbahnhof abzweigend durch diese Weiche mit 200 km/h gefahren, hat die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg oder in dem Fall Würzburg-Fulda verlassen, um runter ins Maintal am Abzweigen Nantenbach dort einzufädeln in die Altbaustrecke Würzburg-Gemünden-Lohr-Aschaffenburg-Frankfurt. Jetzt kommt der ICE 929, Hamburg, Bremen, Ruhrgebiet, Frankfurt, Aschaffenburg, Würzburg, Nürnberg. Und auch der fädelt sich jetzt gleich über die 200 km/h Weiche in die Schnellfahrstrecke ein. Und wird dann als nächsten Haltbahnhof Würzburg Hauptbahnhof erreichen. Von hier bis Würzburg fährt er noch ungefähr 10 Minuten. Überquert nochmal das Maintal und ist dann in Würzburg Hauptbahnhof. Der ICE 685 nach Nürnberg, ein ICE 2. So, das war es jetzt auch so ziemlich mit der ICE-Herrlichkeit für heute Abend. Jetzt steht noch der ICE 20 aus von Wien nach Frankfurt und danach ist hier für die Reisezüge Schicht, denn dann kriegt der Güterverkehr das Zepter in die Hand, denn es gibt ein Begegnungsverbot auf der Schnellfahrstrecke zwischen den Güterzügen und den Reisezügen. Das hängt damit zusammen, dass die Güterzüge unter anderem auch mal Gefahrgut transportieren können oder machen. Und da muss ausgeschlossen werden, dass dieses Gefahrgut auf diesen langen Tunnels auf dieser Strecke hier irgendwelche Berührungspunkte mit dem Reisezugverkehr haben könnte. Und deswegen wurde dann pauschal gesagt, wenn Güterverkehr auf der Strecke ist, der Reiseverkehr weg. Deswegen geht jetzt der letzte ICE, der noch aussteht, von Frankfurt her in Richtung Nürnberg. Der fährt später durchs Maintal über Gemünden-Karlstadt. Und dann hoffe ich, dass das Licht noch ein bisschen ausreicht, um noch ein paar Güterzüge heute Abend aufzunehmen. Ich habe vorhin übrigens einen Schmarren erzählt, nicht der ICE 20 ist der letzte, sondern in etwa einer halben Stunde der ICE 520, das ist der letzte München nach Frankfurt.
Es ist jetzt 22.45 Uhr. Der ICE 520, von dem ich vorhin gesprochen habe, der soll um 22.57 Uhr in Würzburg abfahren. Und jetzt ist eben im durchgehenden Hauptgleis von Fulda-Würzburg eine Durchfahrt gestellt worden. Und dort hinten kommt auch ein einsames Spitzenlicht aus der Dunkelheit raus. Der Reisezugverkehr vom Norden her müsste eigentlich durch sein. Das heißt, das könnte der erste Güterzug sein. Von dem werden wir jetzt erstmal nur die Lokomotive sehen. Denn das Licht reicht nichts mehr aus, um die Wagen, die ja im Gegensatz zu den Reisezugwagen keine eigene Beleuchtung haben, noch zu beleuchten. Ich hatte gehofft gehabt, dass es abends dann doch noch ein kleines bisschen heller ist, aber diese Hoffnung wurde enttäuscht. So, das sind Autos, die da drauf sind. Man kann das Spitzenlicht von der Lokomotive in der Dunkelheit erkennen. Und so ein bisschen was, wo das Licht der Signale sich an den Autos, die auf dem Zug drauf sind, spiegelt. Mehr leider nicht. Ich habe ein paar Stellen, ja, ausgecheckt ist zu viel gesagt. Die Stelle, an der ich vorhin war, wenn ich da das Auto andersrum reinfahre, müsste es eigentlich funktionieren, dass ich mit den Scheinwerfern aus ausreichendem Abstand so ein bisschen Richtung Gleis leuchten kann. Ich werde es nachher mal probieren. Das Ergebnis werdet ihr sehen. Ich hoffe, dass das klappt. Falls das nicht klappt, dann ist für heute Abend Schicht im Schacht, wenn der ICE 520 durch ist. Den warte ich noch hier an der Stelle ab. Und dann muss ich auf die Morgendämmerung warten. So, ich wollte, glaube ich, vorhin noch sagen, von der Zeit her reicht es jetzt, bis dieser Güterzug in Würzburg ist, bis zur Abfahrtszeit vom ICE 520, und dann wird der ICE 520 auf die Strecke gelassen. In der Ferne ist ein Spitzenlicht aufgetaucht. Das müsste jetzt der ICE 520 sein, der da in Richtung Aschaffenburg gleich die Schnellfahrstrecke verlassen wird. Boah, ist das geil! Ich kenne mich ja mit den aktuellen Zuggattungen von DB Cargo nicht mehr hundertprozentig aus. Aber das, was hier gerade vorbeigeheizt ist, das könnte ein Parcel in der City gewesen sein. Früher hießen die mal PIC, allerhöchste Güterzugkategorie. Das ist praktisch ein Zug, mit dem Päckchen, Pakete, Briefe von DHL
im Nachtsprung von Nord nach Süd und von Süd nach Nord transportiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Güterzug ist, der unter LZB-Führung mal mindestens 120 Sachen macht, wenn nicht noch mehr. Mancher von den Zuschauern stammt ja aus dem Güterverkehrssektor als Lokführer. Der möchte sich jetzt bitte mal in die Kommentare unten reinschreiben und mal seinen Senf dazu abgeben, ob das tatsächlich ein Pick war, beziehungsweise wenn die Kategorie so nicht mehr heißt, wie sie denn jetzt heißt und wie schnell die so fahren, diese Züge. Zweimal Baureihe 152 war vorne dran und das erste war der TFG Albatros gewesen. Jetzt ist auch klar, warum hier im Gegengleis gefahren wurde. Das SKL war im Regelgleis. So, da hing eine Railpool Trax vorne dran, die mit Mosolf beschriftet gewesen ist. Das hinten dran war ein Autotransportwagen, komplett geschlossene. Ich werde jetzt mir ein ruhiges Quartier für die Nacht suchen, bevor hier die Batterie von meinem Auto die Grätsche macht. Und versuchen ein bisschen was zu schlafen. Vielleicht gibt es noch mal die eine oder andere Aufnahme bei kompletter Dunkelheit. Ansonsten hoffe ich auf die Dämmerung. Der Wecker ist auf 3:30 gestellt und dann harren wir der Dinge, die da kommen, vielleicht, hoffentlich. Also es ist auf jeden Fall nachts auf der Schnellfahrstrecke hier ordentlich was los. Die Güterzüge fahren im Abstand von etwa 10 Minuten, möchte ich bald sagen. 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde. Ja, und zwischendurch das SKL im Regelgleis. Deswegen fuhren vorher zwei Züge im Gegengleis in Richtung Würzburg. Den zweiten, das war ein leerer Intercity, also eine leere Intercity-Garnitur. Den konnte ich leider nicht aufnehmen, denn da habe ich zu lange gebraucht, bis ich startklar gewesen bin. Der ist mit wahrscheinlich 200 Sachen angebrettert gekommen und da hat mir die Vorbahnzeit nicht gereicht.
dieser Güterzug, der hatte jetzt nur Wechselbritschen und Sattelauflieger drauf, ausschließlich von Duvenbeck. Und es hing eine Lokbaureihe 152 vorne dran. Der war hier im Bahnhof Rohrbach auf Halt gefahren. Das hat einen Augenblick gedauert, bis der hier angezogen war. Also wieder beschleunigt hatte. Zuvor, da war ich noch nicht filmbereit, als ich hier angekommen bin, ist einer raus, der hatte auch Container und Wechselbritschen drauf. Da hingen zwei Loks der Baureihe 185 dran. Der ist ebenfalls Richtung Norden gefahren, so wie der Duvenbeck-Zug hier. Also es rollt ganz gut heute Nacht. Und die Züge haben alle ordentlich Bums vorne dran hängen, dass die ordentlich Geschwindigkeit machen können. Denn die Schnellfahrstrecke ist ja auch eine richtige Berg- und Talbahn. Da braucht man also schon ein bisschen Power vorne dran, um die Geschwindigkeit bergauf zu halten. Und natürlich schadet die Kraft, die man vorne dran hat, auch nicht, um den Berg runter die Fuhre durch dynamisches Bremsen, also ohne die Druckluftbremse zu nehmen, auf Geschwindigkeit zu halten. Ich hoffe, dass die Kamera den Sternenhimmel nur halb so gut aufnehmen kann, wie ich den hier draußen sehe. Das ist Wahnsinn. Es sind Milliarden von Sternen, die man hier sieht. Und es ist ganz wenig störende Zivilisationsbeleuchtung dabei. Also man sieht den Sternenhimmel hier echt wahnsinnig gut. Guten Morgen. 10 Uhr. 10 nach 4, nicht 10 Uhr 4. Es dämmert. Und einer der nächsten vielen Güterzüge ist hier alles unterwegs, nachts kreuz und quer. KLV, also kombinierter Ladungsverkehr, Wechselbritschen, Sattelauflieger, Container oder so wie hier einer, der Autoindustrie Zubehör transportiert, und auch Mischer habe ich schon gesehen. Da kommt jetzt was aus Richtung Aschaffenburg, den Berg hoch, also von der Nantenbacher Kurve her. Eine ELL Vectron vorne dran. Der Lokführer hat auf beiden Seiten vom Führerstand beide Seitenfenster ganz weit offen gehabt.
nehme an, der hat ein bisschen frische Luft gebraucht, um sich auch wach zu halten. Und zwei Wagen haben eine ordentliche Flachstelle, die gerade zu hören waren. Haben wir jetzt vor ein paar Tagen in den Medien der Vorstoß von irgendeinem Verkehrsverantwortlichen, ich meine sogar aus dem Hause Scheuer persönlich, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen ab sofort Geldstrafen belegt werden sollen, wenn sie denn Wagen mit Flachstellen spazieren fahren haben. Ja, wenn es der Weg dazu ist, dass Flachstellen schneller beseitigt werden, also die Räder abgedreht werden auf einer Unterflurdrehbank, warum nicht? Jetzt hat er Ausfahrt bekommen in Richtung Würzburg und dann kann die Vectron wieder anziehen, dann kann er die Fahrt fortsetzen. Was hier interessant ist, was mir jetzt bei den letzten beiden Zügen, die Richtung Würzburg gefahren sind, aufgefallen sind, wenn der Zug dann hinterm Horizont verschwunden ist in Richtung Würzburg, macht er eine Kurve und fährt dann in den Tunnel rein. Und wenn er im Tunnel drinnen ist, dann bündelt dieser Tunnel den Schall so in meine Richtung, dass man meint, dass von Würzburg her ein Güterzug auf einem zufährt. Ja, noch ein paar kurze Zahlen, Daten und Fakten zu diesem Betriebsbahnhof Rohrbach. Der Bahnhof wurde 1986 eröffnet. Er wurde im Zuge des Bundesverkehrswegeplans für die Schnellfahrstrecken der damaligen Deutschen Bundesbahn gebaut. Es ist der südlichste Betriebsbahnhof der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Und hier unter mir fädeln die Gleise von und nach Aschaffenburg, also von der Nantenbacher Kurve, kreuzungsfrei in diesen Betriebsbahnhof Rohrbach ein. Der Bahnhof hat 18 Hauptsignale und 21 Weichen. Ja, und das durchgehende Hauptgleis hier im Bahnhof kann theoretisch mit Geschwindigkeiten bis zu 280 km/h befahren werden. Und die beiden abzweigenden Gleise runter ins Maintal zum Abzweig Nantenbach, die können mit 200 km/h befahren werden. Und diese Besonderheiten sind eben diese ellenlangen Weichen mit ihren 200 km/h Geschwindigkeit im abzweigenden Strang. Das war von DB Regio die Leertriebzugüberführung 71002 von Würzburg nach Lohr. Es waren zwei Triebzüge der Baureihe 440. Die beiden Züge fahren dann von Lohr aus als Regionalbahn in den Einsatz.
denke mal, dieser nattfahrende Mischer wird der letzte Güterzug sein, den ich heute Morgen hier auf dieser Strecke sehe. Denn bald werden die Reisezüge wieder das Zepter übernehmen, der ICE 827 und der ICE 824, die sind beide bald hier. Der eine fährt jetzt gerade in Aschaffenburg ab und der andere fährt in 20 Minuten in Würzburg ab. Und danach muss ja wieder sichergestellt sein, dass die Güterzüge nicht mit den ICEs kreuzen. Dort in der Bildmitte über der Hektometertafel, da ist ein sogenannter Bierdeckel. Diese Bierdeckel, das ist ein LZB-Block-Kennzeichen. Dieses LZB-Block-Kennzeichen ist hier draußen an der Strecke nichts weiter als eine kleine Blechtafel mit einem Kreis drauf und einer Nummer drinnen. Betrieblich gesehen ist es aber für Züge, die Anzeige geführt sind, also die nach Führerraumanzeige fahren, also LZB geführt sind, ist das wie ein kleines Blocksignal zu sehen. Auch auf dem Stelltisch vom Fahnenseiler taucht dieses Bierdeckelchen auf wie ein Blocksignal und somit kann praktisch für LZB geführte Züge die Strecke zwischen den Lichthauptsignalen nochmal in kleinere Blockabschnitte, also in kleinere Zugfolgeabschnitte unterteilt werden und es können dann deutlich mehr Züge auf die Strecke drauf. Hier steht das Ding extrem kurz hinter der Ausfahrt vom Betriebsbahnhof Rohrbach. Das hat den Grund, dass man sich damals gedacht hat, wenn im Betriebsbahnhof Rohrbach zum Beispiel eine Überholung stattfindet, dann reicht es, wenn der Zug, der das durchgehende Hauptgleis benutzt, also der überholt, hier hinter diesem LZB-Block-Kennzeichen ist und dann kann der Fahrenseiter schon die Ausfahrt stellen bis zu diesem LZB-Block-Kennzeichen. In der Zwischenzeit, während der Zug anzieht und beschleunigt, um den Streckenabschnitt bis dahin zu nutzen, macht der andere vorne dran den Block frei und den nächsten auch. Der Fahrweg läuft nach und die Führerraumanzeige der Signale, also die LZB-Anzeige, übermittelt das den Lokführer in den Führerstand rein und der kann dann beschleunigen. Und so kann man die Zugdichte auf der Strecke bei LZB-geführten Zügen ganz einfach erhöhen. Es war der erste ICE des Tages, der ICE 827 von Köln nach München. Der hat sich jetzt von der Nantenbacher Kurve herkommend in den Betriebsbahnhof Rohrbach in die Schnellfahrstrecke eingefädelt. Dort unten an diesem Gleis von der Nantenbacher Kurve, leider ein bisschen von dem Fahrdrahthalter an dem Oberleitungsmast verdeckt, steht eine Hektometertafel. Das ist an und für sich gar nichts Besonderes. Hektometertafeln gibt es zu Hunderttausenden oder Millionen im deutschen Netz, könnte man mal ausrechnen. An dieser Hektometertafel ist das Besondere, dass die oberhalb und unterhalb der Hektometertafel diesen orangen Reflektor hat. Dieser orange Reflektor sagt dem Lokführer, dass er sich in einem Notbremsüberbrückungsabschnitt befindet. Notbremsüberbrückungsabschnitt heißt ganz einfach, wenn der Fahrgast die Notbremse zieht und der Lokführer bekommt in seinem Führerstand die Anzeige, dass die Notbremse gezogen wurde, muss er kurz rausschauen. Dann stellt er fest, er befindet sich in diesem Notbremsüberbrückungsabschnitt, weil das ihm von den Reflektoren angezeigt wird. Dann muss er die Notbremse überbrücken. Das macht er, indem er mit seinem Führerbremsventil einen Füllstoß gibt. Also er drückt das über die Fahrtstellung einmal nach vorne bis zum Anschlag. Dann geht über das IS-Kabel in den Zug rein der Impuls an sämtliche Steuerventile aller Wagen.
dass die Hauptluftleitung wieder schließen. Die Hauptluftleitung wird vom Führerbremsventil aus nachgespeist auf 5 Bar aufgefüllt. Alle Bremsen im Zug lösen. Das ist jetzt ein bisschen abhängig von der Technik vom Zug, wie schnell das Ganze geht. Der Zug wurde in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon langsamer, weil die Notbremse schon gewirkt hat. Dann muss der Lokführer aus diesem Notbremsüberbrückungsabschnitt rausfahren. Und sobald dann keine orangenen Reflektoren mehr an den Hektometertafeln dran sind, wird er bremsen und anhalten. Denn dann steht er an einem Punkt, wo zum Beispiel die Feuerwehr oder andere Rettungskräfte an den Zug rankommen. Das hatten wir gemacht, um eben zu verhindern, dass so ein Zug, der möglicherweise einen Brand im Zug drinnen hat, denn das wäre das Schlimmste, was man haben könnte, und dass deswegen die Notbremse gezogen wird, dass der in einem Tunnel zum Stehen kommt, und dann würde man diesen Tunnel eben im schlimmsten Fall den Zug drinnen haben. Dort ist wenig Sauerstoff. Der Sauerstoff wäre durch das Feuer möglicherweise schnell aufgebraucht und die Rettungskräfte würden im Tunnel deutlich schlechter hinkommen als außerhalb vom Tunnel. Das kennzeichnet dieser gelbe Reflektor oberhalb und unterhalb der Hektometertafel, der Notbremsüberbrückungsabschnitt. Heute hat es geklappt. Das war der ICE 1022, eine Baureihe 401 von Nürnberg nach Hamburg. Oder war es Kiel? Auf jeden Fall ist mir der Zug letztens, als ich morgens am Abzweig Nantenbach gewesen bin, durch die Lappen gegangen. Da hat es nur für ein Foto gereicht. Heute hat es auch für Bewegbilder gereicht. Geil! Das war der Triebzug 9015, also der 412015 bzw. 812015 als ICE 888 von München nach Hamburg. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich denke, es ist ganz gut was zusammengekommen, auch an Güterzügen. Es war wesentlich mehr, als ich gedacht habe, was hier nachts rollt.
Ich hoffe, dass man auch von den Aufnahmen was erkennen kann. Ihr werdet es jetzt gesehen haben. Ich dann später auch, wenn ich das Ganze geschnitten habe. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Denkt dran, Video liken, teilen, den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus. Ciao.